Moin, liebe Gartenfreunde, und herzlich willkommen. Ja, heute wird ein richtig spannender Tag und das wird auch ein riesen Vlog. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Hauptstraße. Da drüben ist so ein riesiger Parkplatz, da holt mich gleich der Stefan ab. Also sehen wir uns gleich wieder. Da ist er, Stefan. Genau pünktlich auf die Minute. Ja, da sind wir beim Dennis. Schönen guten Morgen. Die Sonne kommt auch schon langsam hoch. Moin. Ja, pünktlich auf die Minute. Moin. Ja, ganz witzig, so zwei Hündchen voreinander, ne? Genau, das stimmt, ja. Ein spannender Tag und ein spannender Vlog. Genau, auf geht's. Moin! Guten Morgen! Stefan, grüß dich! Hi. Ne? Hallo! Hallo! Sascha! Dennis! Hallo zusammen! Moin Ralf! Moin, fängst du schon mit Kamera? Ja, geht sofort los! Tag hier! Ein bisschen Vlogging! Ja! Tag hier! Hallo Sascha! So sage ich auch nochmal eben hi! So! Moin! Hi! Alles gut bei euch? Alles super! Hundertprozentig! Du düst weiter ohne mich? Achso, fahr mal weg! Ja, Felix ist auch bei mir. Alle sind gerade so ein bisschen in Aufbaustimmung. Einige entspannen aber auch. Moin, moin. Hi, moin, grüß dich. Dafür, dass ihr so früh los seid. Tachchen. Ja, ja, genau. Ja, der Kaffee war so lecker. Du wolltest Dennis, glaube ich, genau, abholen um 5 Uhr morgens. Das ist richtig. Ja, wir müssen. So, der Stefan hat gerade sein Fähnchen hier aufgestellt. Der Tisch steht auch schon. Wen haben wir da? Art von Artsgarten, Adur, und Felix von Felix Hobbygarten. Da muss ein Schild umdrehen. Das sieht man ja gar nicht. Ja. Die Werbung hier. So, bevor der Trubel gleich losgeht, filme ich mal ein bisschen die anderen Stände. Und ja, ich denke, gleich werden sowieso die Pflanzen alle ausverkauft sein. Deswegen zeige ich euch die jetzt mal eben. So, hier haben wir den Stand von Johannas Landleben und Küche. Februar. Paprika Februar. Gemüsekiosk. Hier haben wir den Stand von Permaglück. Klasse, sieht gut aus. Hier hat der Nabu seinen Stand. Einiges an Honig. Infomaterial. Ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, wem der Stand gehört. Hier Felix Hobbygarten hat hier auch seinen Stand. Moin! Tag! Moin! Alles gut? Jo, selber? Auch hundertprozentig. Deine Hydroponik-Sachen hast du hier. Nee, schlecht, da sind sogar schon Früchte dran. Ja. Was ist denn dein Stand? Ach, das ist der da auch. Ah, perfekt. Ich komm mal später nochmal rum. Jo, der Schein reicht auch. Ja. Nils war richtig, ne? Richtig. Ja, hundertprozentig. Ja. Schicke Sachen hast du hier. Ja, das stimmt. Vor allem halt von allen verschiedenen Sorten, also gerade bei Zucchini, Tomaten und Gurke, habe ich darauf Wert gelegt, halt vor allem halt möglichst viele verschiedene zu haben. Waldmeister hast du auch im Angebot. Waldmeister, Sauer, Alpha. So ein paar Kräuter, die so ein bisschen... Wie heißt das? Isop. Hattest du auch mal ein Video, glaube ich, gehabt, oder? Isop? Ja, nicht? Nein. Nee, hattest du nicht. Nächste Mal, ne? Ja, ist halt ein bisschen unbekannter, deshalb habe ich versucht, dann so ein bisschen Text drüber zu schreiben, damit die Leute halt zumindest einen groben Überblick bekommen, was das überhaupt ist. Ja. Hast du die alle beäugelt? Ja. Weil, wirst du bestimmt schnell los. Ich hoffe. Weil ich mache ja sonst immer jedes Jahr bei uns in der Siedlung einen Verkauf. Und die Gärten sind halt da kleiner und die Leute kennen das nicht so und nehmen auch gerne was mit, aber halt maximal so 3-4 Tomaten, das ist es dann. Deshalb hoffe ich jetzt heute, dass hier ein paar Leute mehr kommen. Mal schauen, aber ich bin sehr froh hier zu sein und perfekt. Ich denke, die Leute werden das auch annehmen. Hundertprozentig. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier Schönes?
Boah, das sind ja schon riesige Pflanzen hier. Der Patrick ist auch hier. Ja, moin, hallo. Alles gut? Hallo. Ja. Tag, Jan. Hallo. Und? Wo ist denn euer Stand? Ganz hinten, da. Ach, ganz hinten, der, ah. Ah, okay, da war ich gerade, da war aber niemand. Ja. Deswegen, aber hier ist ja. Das ist alles von Sascha hier. Guck mal, diese, das sind die Handbewegungen, ich meine. Alles dein Stand hier? Ja, von unserem Shop hier. Den wir bald. Ist das schon? Nicht online. Noch nicht, aber bald. Bald. Ja, sieht ja klasse aus. Ein ganz kleiner Teil von unserem Sortiment. Tausende von Tomaten hier von Marcel. Süßkartoffeln sind auch dabei. Moin. Hallo. Gleich geht's los. Um 10 Uhr marschieren die Leute da durch das Tor. Diese Black Cherry, die große M, die. So ungefähr. Also eher klein. Hast du mein Video nicht gesehen oder was? Ich kann mir nicht alles merken. Sehr lecker. Also ich hab viele Tomaten im Garten, habe aber gar keinen Platz. Aber die darf trotzdem zu dritt rein. Stefan, der Profi. Ja, der WDR ist auch gerade hier auf dem Gelände. Wie man hinter mir sehen kann. Nein, jetzt ist so einiges los. Schauen wir mal hier in die Meute rein, wie viel hier los ist. Also bei dem Wetter, was wäre denn anderes zu erwarten? Also richtig klasse. So, der Sascha, der startet jetzt nochmal so eine kleine Ankündigung. Ich zeige euch mal so ein bisschen. Ich glaube, ich nehme aber nicht alles mit in den Vlog hinein. Erfstadt und stellvertretend die Frau Neiße Hommelsheim. Ich denke, die spricht jetzt einige Begrüßungsworte. Ja, danke, lieber Sascha. Ja, herzlich willkommen im Umweltzentrum im Friesheimer Busch hier in Erftstadt. Ich bin die Vorsitzende des Umweltnetzwerkes Erftstadt und wir freuen uns sehr, dass Sie alle gekommen sind. Jetzt moderiert der Florian so ein bisschen. Na, hilf mir. Ingwer geht. Perfekt, danke, Carmen. Ja, Max der Gartenknall. Perfekt, bitte auch einen Applaus für ihn. Da muss ich natürlich auch noch ein Wörtchen sagen. Also erstmal Dankeschön fürs Kommen, auch Dankeschön, dass wir hier teilhaben dürfen am Event. Hat uns wirklich alle sehr gefreut und auch die Zuschauer jetzt hier heute mal persönlich zu treffen und ein bisschen zu quatschen. Also wirklich sehr schön. Ihr seid tolle, super sympathische Zuschauer und viel Spaß beim Gärtnern. Ein Grasbüschel, ein bisschen höher, genau. Du stellst hier ein bisschen nach hinten, so, schau her, ich gehe so ein bisschen runter. Ah, wenn ich hier habe, das ist Nadja von Neues vom Landei und sie ist eine, oh, die hat eine Stimme, da könnte man da hinschmelzen. Und sie ist absoluter Profi, was den Kartoffelanbau angeht. Ne? Naja, ich mache zumindest viele. Ja, und du kennst dich aus und du machst Videos, die sind echt spitze. Wenn ich allein an dein Schneckenvideo denke, spitze. Echt toll, ja. Hut ab. Ja, magst du dich selber vorstellen oder? Ich glaube, ich muss ihn nicht vorstellen, oder? Der Gartenkönig hier, Ralf R.R. Hase, oder wie heißt er noch? Der Zucchini-Mann. Und man sieht ihn sogar mittlerweile im Fernsehen, ne? Im WDR hat man ihn gesehen. Gestern war es, glaube ich, oder vorgestern. Man kann ihn auf WDR im, nicht Livestream, wie heißt es? Im Mediathek. Mediathek noch sehen. Absolut mal angucken. Er hat ja auch ein bisschen Werbung für die Veranstaltung gemacht, fand ich echt spitze. Ralf, der Selbstversorgerkanal, ist natürlich der bekannteste mit über 130.000 Abonnenten, muss man sich mal vorstellen. Sind wir alle kleine Fische dagegen? Natürlich, ja. Natürlich. Konkurrenz müssen wir ja haben. Ich muss ja einen Ansporn haben. Ich weiß auch, er beobachtet mich immer ein bisschen. Aber hey, super Kanal und ist natürlich der Erste, der angefangen hat und wahnsinnig erfolgreich. Applaus für Ralf. Und wer mich nicht kennt, ich bin waschechter Rheinländer, pack auch in die Videos immer den waschechten rheinischen Humor da rein. Also immer, da muss man immer dabei berücksichtigen. So, wir haben es jetzt, glaube ich, 15 Uhr oder so, kurz nach 3. Und das ist unser Tisch hier. Der ist jetzt, glaube ich, zur Hälfte leergeräumt oder etwas über die Hälfte? Ja, mehr als die Hälfte. Also ja. Da, aber ansonsten. Also der Rotkohl ist schon mehr als die Hälfte weg.
Blumenkohl wollten sehr, sehr viele Leute. Spitzkohl ist auch einiges weg. Wie viele Kisten haben wir jetzt von den Zucchinis weggemacht? Ich glaube, 2 Stück insgesamt. Ne? Und auch eine von dem Kürbis. So, viel ist nicht mehr da. Stefan hat noch seine schöne Fahne da stehen. Und mein Roll-Up-Display war mir ja schon bewusst, dass sie nicht für draußen geeignet sind. Aber es hätte eigentlich gehalten, das ganze Ding hier. Nur leider war es doch zu windig und diese Stange hier, die wackelt hier ohne Ende und verbiegt sich beim Wind. Deswegen bleibt das meiste Zeit auch hier unten in dem Kasten drin. Ja, das geht. Ja, heiß, ne? Sehr, ja. Du hast eine richtig glühende Platte. Glühende Platte? Glühende Platte. Die grüne wäre jetzt aber. Ja, jetzt ein Spiegelei, ne? Nimm mal den Hut ab. Ja. Genau, ja. Zum Glück steht ja der Notarzt direkt gegenüber, ne? Ja, genau. Ja, wir haben jetzt fast 16 Uhr. Das ganze Garten-YouTuber-Treffen bzw. diese Veranstaltung beim Umweltzentrum hier in Erfstadt nimmt so langsam ein Ende. Hinter uns ist jetzt gerade der Max, der interviewt uns gerade so ein bisschen. Ich habe Art gesagt, er soll auf jeden Fall fragt uns auch, wie es so war. Ja, schaut doch mal bei Max von der Gartenkanal mal auf jeden Fall rein. Auch bei Johanna. Sag mal hallo. Mal gucken, was rauskommt. Ja, genau. Alles gut? Bitte? Alles gut? Ja, wunderbar. Wir haben noch geilstes Wetter hier. Ja. Ne? Außer ne? Den roten Kopf. Genau. Ja, Stefan, der hat leider durch seine viele schöne Haarpracht einen kleinen Sonnenbrand bekommen. Aber auch das haben wir gewusst. Was hier jetzt Gegenseitiges, ne? Genau. Was hast du denn da für eine Maus auf der Kamera? Ich kann auch noch mitmachen. Was denn für eine Ratte? So eine Kamera. Ihr seht ja, das hier ist jetzt der YouTube-Lifestyle. Das genau. Müsst ihr euch noch kurz begnügen. Selfie-Vlogging. In welche Kamera soll ich reinschauen? Ja. Schwierig. Vor allem professionell bis zum geht nicht mehr. Ich habe auch so einen Bommel drauf. Und dann schaut er, wenn ihr Dennis irgendwie... Dennis sein Video, ja, seht ihr? Geht auch. So geht's auch, ja. Ja, wer ihn noch nicht kennt, das ist übrigens Max da. Ja. Also. Und da ist die Johanna. Hi, hi. Und Moderator von Arzgarten. Ja. Direkt von 12. Na gut, ich bin auch spät dran im Video drehen, ich muss mal wieder weiter. Alles klar. So, Abräumen ist angesagt. Wir haben etwas über die Hälfte verkauft. Und ja, Stefan hat schon den Anhänger hier rübergebracht. Da kommen jetzt die restlichen Pflanzen rein. Ich denke, ja, 2 Kisten mit Kürbis und Zucchini haben wir noch übrig. Hier ist noch so eine Mischkiste mit, was haben wir denn alles? Brokkoli, Kohlrabi und Rosenkohl. Die kommt auch noch mit. Und ich denke, den Rest, den werden wir hier noch vielleicht untereinander ein bisschen verteilen, verschenken. Und gleich geht es dann auch noch mal mit allen anderen YouTubern, die mitkommen, zu einer Pizzeria. Aber jetzt heißt es erstmal aufräumen. So Leute, ich glaube, wir haben es im Auto, wie viel Grad? 70, 80? Ja, bestimmt. Die, ich sag mal jetzt Gesicht, blüht ohne Ende, knallrot. War nicht so schlau. Naja, und jetzt geht's los. Wir folgen gerade Ralf da vorne. So, wir sind gerade fertig, haben schön Pizza gegessen. Es ist jetzt, wie spät haben wir es denn? Schon 8 Uhr oder so? Ich glaube schon später. Aber später, schon 8:30 oder so. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall locker noch 2,5 Stunden fahren. Wenn wir Pech haben, sogar 3. Stefan fährt weiter, knallrot wie er ist. Ja, auf geht's. So, ich hoffe, man erkennt mich noch. Wir sind gerade 80 Kilometer von Osnabrück entfernt. Wir müssen noch ein bisschen fahren. Also ich glaube, mit Anhänger knapp eine Stunde. Und dann ab ins Bett, würde ich fast sagen. Ja, erst auf jeden Dusche. Fall. Man sieht dich, glaube ich, gar nicht, oder? Man hört dich aber. Sieht man mich noch? Aber man hört mich. Ich hänge neben dem Auto. Hier ist schöne, frische Luft. Ja, dann weiter geht's. So, der nächste Tag ist angebrochen. Die Sonne scheint schon wieder kräftig. Und jetzt gibt's noch ein kleines Fazit zum Garten-YouTuber-Treffen in Erfstand. Erstmal super vielen lieben Dank an Sascha von SelfBio und auch an das Umweltzentrum, dass wir da überhaupt ja alle so zahlreich teilnehmen konnten. Ich muss sagen, der Tag war einfach genial. Also die Zuschauer, die da waren oder auch einfach so die ganzen Besucher, die waren alle super nett. Wir hatten super tolle Gespräche geführt. Viele Zuschauer haben sogar mit uns Fotos gemacht, das hätte ich gar nicht erwartet. Wir haben, glaube ich, nachgezählt, beziehungsweise es stand jemand am Eingang und hat ein bisschen so
gezählt. Ich glaube, es waren ca. 2500 Besucher vor Ort. Das war einfach genial. Ja, und in meinem Vlog habt ihr eigentlich nur ca. 10-15% von dem ganzen Spektakel gesehen, weil das Umweltzentrum dort hat eigentlich viel, viel mehr Platz. Also ein bisschen weiter links, rechts die Gänge. Nach hinten hin waren noch voll mit verschiedenen Ständen, also die NABU war auch vertreten. Es waren viele Leute aus der Gastroszene da, also man konnte reichlich essen. Die Kinder hatten da auch super viel Spaß. Ich habe gesehen, da gab es einen Stand, da konnte man Samenbomben herstellen. Also es war alles wirklich riesengroß da. Das nächste Mal denke ich auch, dass ich weniger Pflanzen mitnehme und ja, etwas mehr mit der Kamera hier rumlaufe, weil man hat es schon gemerkt, es war sehr, sehr hektisch. Ich hatte gar nicht so viel Zeit zu filmen, der Stefan wahrscheinlich auch nicht, weil ja, wir waren an unserem Stand eigentlich wirklich ständig in Gespräche verwickelt oder wir konnten auch zahlreiche Pflanzen loswerden und da blieb eigentlich leider nicht so viel Zeit für den Rest, aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ja, das Pizza-Essen, das haben wir ja extra nicht gefilmt, da wollten wir einfach so mit einer kleinen YouTuber-Runde so unter uns sein. Ja, ich würde sagen, wenn euch dieser kleine Vlog gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch natürlich wieder freuen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr es gemacht habt, dann aktiviert am besten unten die Glocke. Also ich würde sagen, bis demnächst, Leute. Ciao.